Kutan Immobilien. Wenn es um den professionellen Verkauf oder die Vermietung Ihrer Immobilie geht. Erstklassiger Service, hervorragendes Know-how, Seriosität, Kompetenz und Leistung. Seit fast 30 Jahren für Tausende von Kunden. Meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Bei herrlichem Sonnenschein und ausgelassener Stimmung kamen tausende Besucher heute Mittag zur Eröffnung des 44. Strohhutfestes nach Frankenthal. Verantwortlich für diese überaus tolle Stimmung waren in diesem Jahr die anonyme Gitarristen, die musikalisch die Eröffnung begleiteten. Eingebunden in ein herrliches Rahmenprogramm wie jedes Jahr ist ja das eigentliche Highlight der Eröffnung die Präsentation der neuen Miss Strohhut und gleichzeitig natürlich auch die Verabschiedung der alten Miss Strohhut. Die scheidende Repräsentantin der Stadt Frankenthal, Franziska Rath, machte ihre Sache sehr gut und sie bedankte sich auch bei allen, die ihr dabei geholfen haben. Wie ist jetzt Ihre persönliche Gefühlslage? Ja, also jetzt kommt definitiv die Wehmut. Mein letztes Mal auf der großen Bühne, klar nächstes Jahr als Scheidende, aber jetzt tut's nochmal weh, doch hat mir einen Stich versetzt. Was war ein Highlight oder gibt's zu viele Highlights? Es waren alles Highlights natürlich. Herausstechend war definitiv unangefochten das Strohhutfest letztes Jahr. Aber auch die Reise nach Polen war wunderschön, ganz toll, informativ und auch die Umzüge waren jedes Mal ein Highlight für sich. Ja. Und dann war es soweit. Der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebisch präsentierte die neue Miss Strohhut. Miss Strohhut 2017-2018, Jenny Neufeld. Jenny Neufeld heißt also die neue Miss Strohhut. Sie ist 28 Jahre alt und ist eine waschechte Frankenthalerin. Arbeitet bei der Popakademie in Mannheim und gleich nach der offiziellen Ernennung zur Miss Strohhut hat sie ein Strohhutlied mit der Band Stroma von der Popakademie uraufgeführt hier in Frankenthal. Also ich bin aktuell noch sehr nervös, also ich zitter noch ein wenig, aber es ist ein sehr gutes Gefühl und ja, ich freue mich. Was zeichnet das Strohhutfest aus? Also das Strohhutfest ist für mich einfach jetzt mit meinen 28 Jahren so. Viele sind auch weggezogen, irgendwie haben den Beruf irgendwo anders in einem anderen, ja, in einer anderen Stadt. Aber am Strohhutfest sind alle da und es ist einfach eine Gemeinschaft. Strohhutfest bedeutet für mich Gemeinschaft. Der Umi und die neue Miss Strohhut, Jenny Neufeld. Das Strohhutfest ist jetzt eröffnet. Die Lage ist hervorragend, wir haben Bombenwetter, die Menschen sind fröhlich und wir haben eine schöne Eröffnung erlebt und einen super Auftritt unserer neuen Miss Strohhut. Und zum Abschluss gab es noch ein Geburtstagsständchen für den OB AD Theo Wieder.
Warum sind Sie heute hier beim Strohhutfest? Wegen überragendem Wetter, gute Weih und super Atmosphäre.